Ah, hier kann man wieder nicht schlafen, weil die bloß diese blöden Matten hier rumliegen haben. Na gut, dann gehen wir noch zu dem Ork, der nicht arbeiten will. Der hat sich natürlich am entferntesten Ort innerhalb der Burg versteckt und das ist oben auf dem Turm. Wir schauen uns nochmal vorher hier, ob noch irgendwas hier rumliegt. Kisten, Kisten, speichern erstmal. Nicht, dass es irgendjemand durch die Mauer durchsieht und uns dann hier blöd anmacht oder so. Könnte ja sein. So, und dann machen wir auf die Hütte. Ah, toll, hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Hier drüben auch noch und dann ab nach oben. Her mit dem Kram. So, es hackt auch schon wieder gewaltig. Ach, das macht doch alles keinen Spaß so. Ist doch blöd. Na gut. Und da haben wir unseren Freund. Schön am Lagerfeuer, da sitzt er da voll eck, ne? Und dann kommen wir uns das nächste Mal. Das Schöne ist, er hat keinen Schild. Das heißt, die Kämpfe der Kampf könnte etwas angenehmer sein als gegen Sanford unten. Wobei, kommt, den machen wir noch. Oder probieren es zumindest. Ich speichere mal. Und dann versuchen wir es zumindest immer Small Town. Entweder es klappt und ich kann dann fröhlich Schluss machen oder es klappt nicht und ich mache dann verbittert Schluss. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen. Was? Weißt du etwas da? Nein! Nein. Wir beobachten dich. Wie du meinst. Runter von meinem Turm. Hast du den Turm gepachtet? Eine dicke Lippe kannst du bei den Pfeifen in der Arena riskieren. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren, wenn du nicht verschwindest. So ein Nervsack. Kommt, dem zeigen wir's. Haben wir mal hier, riskieren wir mal die große Lippe und dann... die dicke Lippe, die große Lippe, was quatsch ich denn? Wir riskieren die dicke Lippe und dann wollen wir mal schauen, was bei rumkommt hier. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Na schön, du hast es ja so gewollt. Die Stimme ist übrigens total unorkisch, finde ich. Oh ne, der fällt genauso schnell um. Ist das nervig oder was? Ach. Aber der hält weitaus weniger aus als Sanford unten. Das ist ja lächerlich. Ich denke, das ist einer der besten Kämpfer hier. Der steckt ja gar nichts weg. Komm, zack, hier. Durch die Deckung durch vernichtet. Sammeln wir den Scheiß mal ein. Die Truhe machen wir auch noch auf. Komm, das passt schon. Ist das nicht schön? Da liegt er am Boden und küsst den Dreck. War überhaupt kein Problem gewesen. Ha, wir sind gut. Beziehungsweise dementsprechend war Sanford eigentlich ziemlich zäh, muss man sagen. Also der Kampf war weitaus schlimmer gewesen gegen Sanford. Da fällt mir noch ein, bevor ich das komplett vergesse, ich schalte mal wieder auf die Pfeile zurück hier. So. Du wirst natürlich wieder unten arbeiten gehen. Du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Und was, wenn nicht? Ja, dann hau ich dir nochmal aufs Maul. Geh runter in den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Ich gehe. Aber ab jetzt lässt du mich in Ruhe, klar? Wow, dafür gibt's sogar Ruf bei den Orks selbst drauf. Erstaunlich. So, da gehen wir jetzt nochmal unter Hacken nach unten, sacken unsere Belohnung ein und dann ist aber Schluss. Ich verlängere ja hier schon wieder. Bin ja wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das früher. Das kennen die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr. Gibt's ja nicht mehr, den Kram. Ist aber auch nicht schlimm. So, wo ist denn hier unser Rorschach-Mensch? Da haben wir noch. Ja, Vollek arbeitet wieder. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Sieh mal einer an, haben Sie Vollek hat eine harte Nuss. Ach, Quatsch. Nicht schlecht für einen Mocher. Ganz und gar nicht. Jemanden wie dich. Wenn du willst, kannst du bei mir noch etwas trainieren. Oh, sehr schön, sehr schön. Was können wir denn bei dir trainieren? Musst du mich im Kampf unterrichten? Stärke ist erstmal gut. Stärke werden wir auch weitermachen, denke ich mal. Große Waffen interessieren mich nicht. Armbrust interessiert mich eigentlich auch nicht unbedingt. Die starke Schildparade vielleicht. Dazu bist du doch nicht bereit. Jagdskill? Nee, komm. Also Jagdgeschick will ich nicht machen. Da machen wir lieber weiter hier auf den Kram. Mach mal ein bisschen Stärke. Jo, das passt schon. Supi. Sind wir jetzt noch ein Stück stärker geworden. Und machen dementsprechend noch mehr Bums. Vielleicht muss der Typ uns auch sehen, wie wir den Felsen, den Stein hochheben. Ich war der Meinung, irgendwo gibt es ein Quest, dass man den Müllstein anheben können muss. Aber offenbar ist es nicht hier. Na gut, da war es irgendwo anders.
Ach, da drüben muss ich noch nachgucken, ob hier jemand drin ist. Und ich verlängere weiter. Hier sind Truhen, okay. Die aufzumachen wäre aber etwas uncool, weil dann kommt irgendjemand und meint dann, ja, du Klaus, hier ist was verschwunden und du bist schuld. Ich verkaufe nicht an Mauer. Ich arbeite für den Anführer der Söldner, Marek. Ja, wenn es nach mir ginge, würde man euch dreckiges Söldnerpack in die Minen von Gotha schicken. Recht so. Sag, was du willst. Meine Zeit ist kostbar. Schönes Waffenlager hast du hier. Mein Bestand hier ist ausgewählte Ware, Mora. Bring mir hier nichts durcheinander, sonst hab ich dir die Finger ab. Verstanden? Die Stimme erinnert mich sehr an Obelix, muss ich sagen. Der hat auch so geredet. Brauchst du noch was? Besorg mir alte Waffen. Ich werde sie dann in die Schmiede geben und sie wieder aufmelden lassen. Ich denke 20... Was? 20? Bist du des Wahnsinns, mein Freund? Wo bekomme ich Waffenmöbel her? Die Rebellen kämpfen doch mit so einem alten Ratsch. Dort, wo Rebellen sind, wirst du auch alte Waffen finden. Ja, super. Nee, die gebe ich jetzt nicht ab. Kannst du vergessen. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ah, 20 ganz sicher nicht. Oh, 13, okay. Ja, dann behalte ich erstmal, bis wir dann 20 zusammen haben und dann gebe ich das mal ab, ja. Hier gibt's aber auch nichts Ordentliches, ne? Nagelkeule, Bogen, nix Besonderes dabei hier. Vielleicht das Schwert? Ach nö, ist ein Zweihänder. Ja, alles nix. Gut. Dann hat sich das auch schon. Und dann würde ich sagen, ist Monterra damit fertig und dann werden wir uns beim nächsten Mal, denke ich, mit Okara befassen. Dann werden wir mal in Okara vorbeischauen. Und da wird uns ja der eine Sklave locker hinführen können. Und dann schauen wir mal, was dabei so rumkommen wird. Ich denke, da wird es auch wieder ein paar Quests geben, die wir ausführen können. Und ansonsten werden wir unseren Weg nach Treles fortsetzen. Das wird dann... Oh, was ist denn näher? Treles oder Geldern? Nee, Treles. Gut, dann werden wir nach Treles gehen und... Danach... Ja, okay, dann machen wir Treles, Geldern, Silden und dann gehen wir in die Wüste. Faring ist auch noch offen. Ach, mal schauen. Mal schauen, das werde ich dann spontan entscheiden, wo wir immer als nächstes hingehen. Als nächstes auf jeden Fall auf der Agenda Okara und dann Treles. Gut, dann würde ich sagen, hier mit dieser schönen Aussicht, wie der Typ hier vor sich hin baumelt und die Fliegen anlockt, werden wir uns mal in ein kleines Päuschen begeben und wir sehen uns dann bald wieder, vielleicht sogar jetzt gleich schon. Ich glaube, ich erzähle immer dasselbe. Also bis zum nächsten Mal. Tschö! Auf zur nächsten Runde, meine Freunde. Da sind wir wieder. Beziehungsweise ihr seid immer noch da, denn ich glaube, der Schnitt ist diesmal in einer Folge drin und ich muss erstmal schauen, was wir wieder hier so als letztes gemacht haben. Denn es ist schon wieder eine Woche oder zwei Wochen her oder so, dass ich mir ein bisschen gezockt habe. Denn ich muss ja jetzt endlich mal meine Verteidigung haben für meine Bachelorarbeit, ne? Habe ich jetzt alles hinter mich gebracht. Damit bin ich jetzt endlich Bachelor of Science. Yeah. Was haben wir denn hier? Ach ja, 20 Waffenbündel. Na, ist klar. Das machen wir jetzt nicht. Dominik's Hof kann mich auch mal. Steinwurzeln ist egal. Basis alte Goldschatulle, das könnten wir noch machen. Aber da fällt mir ein... Wir wollten nach Okara, genau, wir hatten hier in Monterra alles weitestgehend abgeschlossen und deswegen geht's jetzt auf nach Okara und dazu können wir ja hier zu diesem einen Sklaven gehen, der müsste uns ja eigentlich hinführen ins Nest, oder? Schauen wir mal. Denn in Okara müssen wir ja erstmal so die Lage checken und dann später bei Bedarf irgendwann mal, wenn wir mal stark genug sind, dann das ganze verkackte Rebellennest ausräuchern. Das stünde ja irgendwann mal an, auch wenn wir das jetzt natürlich noch nicht schaffen. Aber wir müssen das mal mit vormerken. So, nebenbei noch ein kleines Pilzchen eingesammelt. Ups, falsche Taste. So. Was war denn das für einer? Gleich mal gucken. Hast du eigentlich noch irgendwas hier, Elber? Ach, tatsächlich. Mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Was sowas? Die Korndiebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? In der Tat. Sie sind tot. Donnerwetter! Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan.
Ja, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Soll zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Ah, wie ich das hasse, wenn die oben hier bei den Texten, wenn die es nochmal schriftlich, also bei den Untertiteln, wenn die jetzt hinschreiben, wenn dann irgendwelche Wörter nur in Großbuchstaben geschrieben sind und das sind dann auch nicht mal die Wörter, die dann in der Sprachausgabe betont werden. Das geht mir ganz besonders auf den Sack bei Risen. Also ich habe Risen noch nie gezockt, aber ich habe mir jetzt bei Gronkh das komplette Let's Play zu Risen 1 angesehen, guck jetzt immer mal bei Risen 2 mit rein. Bei Risen 2 habe ich es jetzt noch nicht so gesehen, aber bei Risen 1, ich habe es gehasst. Jeder zweite Satz hatte irgendwelche Wörter in Großbuchstaben drin und es waren nie die Wörter, die tatsächlich hervorgehoben waren in der Sprachausgabe. Das ging mir so auf den Keks. Wahrscheinlich ist es Haarspalterei, aber sowas stört mich einfach, sowas ist schrecklich. Aber ich habe Risen 1 sowieso nicht gemocht, von daher egal, machen wir mal weiter hier. Ich habe deine Weizensäcke nach Montera gebracht. Wer sagt's denn? Doch noch jemand da, auf den man sich verlassen kann. Danke. Hier, dein Sold. Ich trinke nebenbei übrigens noch so ein Gläschen Wein mit, ne? Der noch so von meiner persönlichen Feier mit mir selbst übrig ist, dass ich meine Verteidigung geschafft habe. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch immer mal so kurze Pausen drin habe, dann süffel ich gerade mal wieder an meinem kleinen Weingläschen. Der hier unten war es doch, ne? Rufus, genau. Ansonsten... Die Sklaven mögen mich offenbar nicht so, ne? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Na gut, da reden wir mal mit Rufus. Psst. Hey du, du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Ja, das Gequatsche kennen wir ja, glaube ich, schon, ne? Das hatten wir doch irgendwann schon mal gehabt. Ich klick's mal weg. Oh. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon, ich hab's jetzt verkackt. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Kennen wir schon. Er will raus, will nach Okara. Ja. Ganz schön. Bla bla bla. Du gehörst zu den Sklaven. Große doch. Überraschung. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara. Und zwar so schnell wie es geht. Natürlich. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Schön, na dann. Was ist das für eine Nachricht? Würde er mir bestimmt nicht sagen. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Überraschung. Gut. In Ordnung. Ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Ja, geh einfach. Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Na, das war jetzt sehr herausfordernd. Rufus flieht vom Kornhof, genau. Na dann, dann müssen wir unseren Freund mal verteidigen. Ich mach mal hier eine Schnellspeicherung, jetzt hab ich's. Nebenbei trinke ich noch mal was. Ich hoffe, jetzt greift niemand an. Sehr gut. Lalala. Lauf, Rufus, lauf. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Was denn? Bist doch draußen. Lauf los, sagt er. Und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Ja, bei der Arbeitsmoral, die Orksöldner an den Tag legen, ich meine, die bewachen noch nichts, die stehen noch bloß auf ihren Posten rum. Das hatten wir auch schon mit den Kühen gehabt, hier auf dem Milchhof. Direkt einen halben Meter neben dem einen die Rübe von der Kuh abgeschnetzelt und den er so überhaupt nicht interessiert. Na gut. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Na sowas aber auch. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was? Jetzt? Ja, wann sonst? Mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Ich hau dir irgendwann auf die Fresse, wenn du nochmal so blöd nachfragst, ne? Ach, durch die hübsche Natur. Eintracht.